Freedom was given to me by the blood of Jesus. Hey, sing it again. On that cross, you say you stand and I believe you are God in control. Herzliche Grüße aus Uganda. Ja, wir sind jetzt, ich möchte euch jetzt noch einen Abschluss geben zu dem Kapitel Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben und Zweifel sind vom Teufel. Ihr Lieben, ich vertraue, ihr habt alle Gott einen Brief geschrieben und euer Herz total ausgeschüttet vor Gott. Mit Dank für alles Gute, aber auch für Dank für alles, was dir Schmerzen verursacht hat, was dich enttäuscht hat, was dich ja, klein machen wollte. Ich vertraue, du hast dein Herz ausgeschüttet und es ist jetzt leer und alles bei Gott. Und jetzt möchte ich heute nur ein bisschen noch erwähnen über, wofür wir dankbar sein können. Auch da braucht es manchmal Kreativität. Also ich bin dankbar dafür, dass ich Steuern zu bezahlen habe. Das bedeutet, dass ich Arbeit habe und ein Einkommen. Ich bin dankbar, dass mein Rock manchmal etwas zu eng sitzt, weil das bedeutet, dass ich genug zu essen habe. Ich bin dankbar, dass das Durcheinander nach einer Feier, das ich nun aufräumen muss, für das Durcheinander bin ich dankbar, weil es bedeutet, dass ich von lieben Menschen umgeben war. Ich bin dankbar für den Rasen, der gemäht werden muss und die Fenster, die geputzt werden müssen, denn das bedeutet, ich habe ein Zuhause. Na, die laut vorgetragenen Beschwerden über die Regierung bin ich auch dankbar, weil das bedeutet, dass ich in einem freien Land lebe und das Recht auf freie Meinungsäußerung habe. Und ich vertraue, dass das noch weiterhin so bleibt. Ich bin dankbar für die Parklücke ganz hinten am äußersten Ende des Parkplatzes, weil das bedeutet, dass ich mir ein Auto leisten kann. Ich bin dankbar für die Frau in der Gemeinde, die hinter mir sitzt und so falsch singt, weil das bedeutet, dass ich gut hören kann. Ich bin dankbar für die Wäsche und den Bügelberg, weil das bedeutet, dass ich genug Kleidung habe. Ich bin dankbar für die Müdigkeit und die schmerzenden Muskeln am Ende des Tages, weil das bedeutet, dass ich fähig bin, hart zu arbeiten. Ich bin dankbar für den Wecker, der morgens klingelt, weil das bedeutet, dass mir ein neuer Tag geschenkt wurde. Und so können wir extrem kreativ werden in unserem Danken. Und zwar sind mir einige Sachen eingefallen hier zu dieser Corona-Krise-Zeit. Wir können Gott danken, dass die Luft wieder sauber geworden ist. Dass in Venedig sogar die Delfine wieder in den Kanälen schwimmen. Die waren jahrelang nicht mehr gesehen. Ich bin dankbar, dass Arm und Reich im gleichen Boot sitzen. Ich bin dankbar, dass es keine Grenzen, keinen Unterschied an Hautfarbe, Denominationen, Kirchenzugehörigkeit mehr gibt. Jedes konfrontiert, wie stehe ich zu Gott? Wie würde ich dastehen, wenn ich ihm heute begegnen müsste? Und ihr Lieben, als dieser Coronavirus kam, habe ich gesagt, lieber Gott, ich glaube es zwar nicht, aber solltest du geplant haben, dass dieser Coronavirus mich in die ewige Herrlichkeit frühzeitig abbefördert, dann werde ich dankbar dafür sein. Denn es gibt nichts Schöneres, als in deiner herrlichen Gegenwart zu sein. Wisst ihr, ich sehe, wie jetzt Menschen gehorsam lernen, und zwar manchmal sehr unter Druck. Hier die Polizei geht sehr unangenehm um mit jungen Menschen, die sich nicht den Ordnungen des Präsidenten beugen, aus Schutz für sie selbst. Dann, es wird wieder Gott gesucht, und zwar nicht unbedingt in Kirchen, sondern jeder ist konfrontiert. Wer ist Gott? Was ist meine Beziehung zu ihm? Was ist seine Beziehung zu mir? Familien lernen, sich kennenzulernen und schätzen zu lernen. Das Leben ist einfacher geworden. Und ich glaube, es gab noch nie so viel Gebet rund um die Welt wie jetzt. Ich habe Botschaften bekommen von Israel, wo ganze Stadtviertel auf den Balkons, an offenen Fenstern miteinander Gott loben und preisen. Aus Brasilien, aus Venezuela. Es ist einfach eine Freude zu sehen, wie dieser Coronavirus auch uns in die Knie zwingt. Es geschieht ganz viel Umkehr, ein Umdenken vieler Menschen, dass diese Sachen, die ihnen bisher so viel bedeutet haben, eigentlich gar nicht wichtig sind.
Ihr Lieben, ich habe einen Anruf vom Kongo bekommen. Die sitzen auf ganz viel Gold, aber haben nichts zu essen. Dann habe ich gesagt, seht ihr jetzt, wie wertvoll eigentlich Gold ist? Kann man nicht essen. Ihr Lieben, das ganze Geld. In Italien haben Menschen, reiche Menschen, da sind wie viele Tausende von Euros auf die Straße geworfen, weil es ihnen nicht geholfen hat, ihre Lieben zu retten. Ja, also ganze Städte sind in Quarantäne und sie loben und preisen Gott von ihren Balkonen, von ihren offenen Fenstern. In Deutschland, habe ich gehört, wurden die Bordelle, die Bars, die Nachtclubs geschlossen. Keine Sportveranstaltungen mehr, die Kirchen sind leer. Jemand hat mir geschrieben, dieser Coronavirus muss von einer Frau erfunden worden sein. Denn es gibt keine Bars mehr, kein Fußball. Und ja, auch man ist behindert in der Bewegung, man muss bei seiner Frau zu Hause bleiben. Halleluja. Es geht nicht mehr um Religion, es geht um persönliche Beziehung mit Gott. Auch die Abtreibungskliniken wurden geschlossen. Also Gott hat alle Götzen entlarvt, in denen wir unsere Sicherheit und unsere Identität gesucht haben. Viele Menschen, Geld, der Mammon. Der Weltmarkt wurde zutiefst erschüttert. Dann alle Sport-Events wurden abgesagt. Kunst ist geschlossen, man kann in kein Museum mehr gehen. Vergnügen, die Reiselust. Wenn ich mir denke, wie viele meiner Freunde in Europa eigentlich nur von Urlaub und von großer Reise zu großer Reise leben, dann muss das für sie ein harter Schlag sein. Dann Gesundheit. Ihr Lieben in Österreich, gesund bleiben ist die Hauptsache. Also für mich ist die Hauptsache mit Gott, mit sich selbst und mit den Mitmenschen in Frieden und in Liebe zu leben. Dann der wirtschaftliche Erfolg. Ihr Lieben, wenn wir nach den Worten Gottes leben, nämlich suche zuerst mein Reich, meine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Ich erlebe Wunder um Wunder. Zum Beispiel hat Gott mir gesagt, ich soll eine Grundschule, eine Volksschule bauen für 400 Kinder. Und ich war da noch ein bisschen sehr naiv, habe geplant, aber nichts geplant für Möbel oder für irgendetwas, für Computer, für Büroeinrichtung. Und so kurz vorm Abschluss dieses Gebäudes, wir hatten wohl die Wände, das Dach, die Türen, die Fenster, aber nichts als Inneneinrichtung. Da habe ich gesagt, Herr, es tut mir leid, aber ich bin ja, das möchte ich gar niemandem erzählen, dass ich so dumm plane. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Und am nächsten Tag waren 80.000 Euro von einem lieben Freund aus Deutschland auf dem Konto Vision für Afrika für etwas, was die Mama Maria gerade braucht. Und das war dann die Einrichtung. Und da habe ich wieder gejubelt und gesagt, Herr, du bist so gut. Du bist wirklich in den Schwachen mächtig. Ja, ich sag's euch, Gott kann und Gott will sich so sehr in deinem und meinem Leben verherrlichen. Er will, dass wir wirklich dauernd vom Staunen nicht herauskommen. Gerade jetzt in dieser Situation, ich weiß nicht, ob ich schon bei einem früheren Video erzählt habe, und wir aufgeräumt haben in unserem Büro, wurden Papiere gefunden, ein Verkaufsvertrag von einer Gruppe von Menschen im Westen von Uganda, die uns 196 Acres, also 2 Acres sind ungefähr 1 Hektar, geschenkt werden sollten. Und zwar schon vor einigen Jahren. Ich habe die Papiere nie gesehen, weil sie eigentlich da unter irgendwelchen anderen Stapeln verschwunden sind. Wir haben die Leute jetzt angerufen und sie gesagt, ja endlich meldet ihr euch. Sobald wir wieder uns frei bewegen können auf den Straßen, kommt und das Land gehört euch. Ich komme vom Staunen nicht heraus. Aber jetzt möchte ich noch fragen, was müssen wir loslassen? Denn es ist immer wieder ein Loslassen, sodass Gott in unserem Leben wirken kann. Ich persönlich bin zutiefst überzeugt, dass Gott uns segnet, damit wir ein Segen sein können. Wenn wir uns an das Geld zu klammern beginnen oder an das, was wir haben, dann werden wir früher oder später von einem Armutsgeist beherrscht. Wenn wir anfangen, dann muss Gott uns wieder auf die Finger klopfen. Ganz gleich, wie reich wir sind.
Wir können dann nicht loslassen, was wir haben, weil wir Angst haben, dass wir nicht kriegen, was wir brauchen. Und diese Geldgier, dieses Klammern sollst du loslassen, denn Gott möchte Segen im Überfluss in dein Leben bringen. Segne die Bedürftigen, die Gott in dein Leben bringt. Stell dir einmal folgende Fragen. Was würde ich tun, wenn ich viel Geld hätte? Und dann beantworte diese Frage dir selbst. Was würde ich für Gott tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Wie schwer fällt es mir zu schenken, zuerst selbst, mich selbst an Gott und dann alles, was ich habe und besitze? Rede ich mit Gott über die Opfer, die ich gebe? Ist mein Selbstwert vom Geld abhängig? Was will Jesus, dass ich mit dem tue, was ich habe? Gebe ich den Zehnten? Bin ich ein freudiger Geber? Wie schätzen mich meine Familie und meine Freunde ein? Danke ich Gott für den empfangenen Segen? Und dann habe ich noch ein Gebet für dich. Ich werde es langsam beten, dann kannst du es nachbeten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mir mein Leben gegeben hast und dass ich von dir bis zum heutigen Tage alles bekommen habe, was ich brauche. Ich danke dir, dass du ein gebender Gott bist und dass du mir Jesus geschenkt hast. Er ist für mich gestorben, damit ich leben kann. Ich danke dir, Vater, dass du mich erlöst hast und dass alle Verheißungen des Wortes Gottes für mich gültig sind. Vater, ich bekenne, dass ich in meinem Herzen Misstrauen, Habgier, Angst und Kleinglauben erlaubt habe zu herrschen. Ich bekenne dir die Schuld, dass ich dich beraubt habe, indem ich meinen Zehnten nicht voll und ganz in dein Vorratshaus gebracht habe. Ich bekenne, dass ich Angst habe, loszulassen, was ich habe, weil ich nicht vertraue, dass du mir gibst, was ich brauche. Ich bekenne diese falschen Lebenseinstellungen. Ich tue Buße und ändere mein Denken. Du wirst alle meine Bedürfnisse befriedigen, gemäß deines Reichtums in Herrlichkeit. Reinige mich, Herr. Schenk mir das gebende Herz Jesu. Öffne mir die Augen und Ohren des Herzens, damit ich täglich erkenne, was du für mich vorbereitet hast, damit ich darin wandle. Vater im Himmel, zeig mir auch, was ich ganz konkret in dein Reich investieren soll, damit ich ein Segen für diese Welt werden kann und auch deinen Segen erleben darf. Mach mich zu einem freudigen und großzügigen Geber. Darum bitte ich dich. In Jesu Namen. Amen. Und dann möchte ich dir noch eine Übung geben. Wenn du deinen Zehnten noch nicht gibst, fang heute damit an. Wenn das schon der Fall ist, überlege, wo Gott das, was du hast, einsetzen möchte. Und gehe mutige Schritte. Wenn du dich einsam fühlst, rufe jemand an und unternehme etwas mit dieser Person. Fang an, Menschen zu loben, besonders auch solche, die du nicht so gern magst. Es gibt so viele Dinge, für die wir andere loben können. Werde ein Mensch des Dankens. Werde positiv. Und du wirst sehen, dein ganzes Leben wird sich radikal verändern. Shalom, shalom.